hier noch irgendwas drin? So, die Ratten stören uns jetzt hier nicht. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Nein. Okay. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Sehr gut. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Da ist ein Abgedings. Hier ist ein Abzeichen runtergefallen. Das ist das Schiff. Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es! Amicia! Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Habe ich gar nicht gesehen. Muss ich mal gucken. Geht's dir gut? Ja, stimmt. Runterrasiert. Nein. Stimmt. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Okay. Erholung. Was haben wir da bekommen? Wieder beatmet. Moment. Erholt sich schneller von Treffern. Das ist gut. Das ist gut. So, ich habe da vorhin was hier durch die... Da... Nee, hä? Da ist er reingekommen. Hier um die Ecke. Warte. Sah ich doch. Dann mal an die Arbeit. 47 Materialien. Wir könnten jetzt die Armbrust upgraden, was ich auch tun werde jetzt. Sieht gut aus. So, noch irgendwas anderes hier? Nee, ne? Nee, okay. Einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Warte mal, Harz, können wir das jetzt mitnehmen? Ja, sehr gut. Jetzt sind zu viert oder was? Ich bin hier. Das ist so toll. Mhm. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Ah, er hängt! Sophia, die haben den Anker blockiert. Dreckskerle. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Scheiß ab. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach.
Ist die Stange gebrochen? Nur verzogen. Die Rüpel müssen ihn über Sand gezerrt haben. Tut mir leid. Gibt Schlimmeres. Das Boot hat einiges erlebt. Ja, habe ich langsam auch das Gefühl, ja. So. Okay, wir müssen darüber. Wir nehmen... scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wieder nicht. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Boah, das schüttet hier. Ah. Ach, damit hätten wir so loswerden können. Naja, mein Viking auch. Mein Viking auch. Guter Schuss. Alles klar. Blockiert den Anker. Na los! Oh, toll, danke. Mach du noch mal. Ich muss werfen hier. Arno, ich brauche Hilfe. Dafür bin ich da. Wir sind fast da. Bald sieht der Bruder Lacuna. Ich hoffe es. Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Amicia, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Also dann zurück zum Anker. Ich soll jetzt da oben oder was? Ich gehe nach Backbord. Ja. Na gut, ich zur anderen Seite. Was machst du da? Das Chaos der Drecksäcke. Bösen Männer. Auf reparieren. Dein Signal. Ich finde auch, dass das Drecksäcke waren. Psst, das ist ein böses Wort. Korrekt, aber böse. Klar? Ja, Captain. So, jetzt! Ja, wir schaffen es! Wir kommen hier weg! Rollt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Sophia, komm. Was jetzt? Mist. Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir es los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Los. Nichts. Mach dich bereit. Wir segeln nach Lacuna. Lacuna. Wir fahren nach Lacuna. Nach Lodged. Oh, ich sehe schon. Oh, ich hoffe, ich komme rechtzeitig wieder rauf. Du schaffst das, Amicia. Tu meinem Boot nicht weh. Sie kriegt das hin. Sie ist gut. Ist. Nach Lacuna!
Nummer 8. Ein Meer an Versprechen. Oh, das klingt nicht gut. Die falsche Insel. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und Schlafen hat so gut getan. Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Das Einzige wahrscheinlich, oder was? Ketten? Ringe? Sophia ist ja mächtig elegant. Ja, Schmugglerin, ne? Da kann man sich auch rausputzen. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Oder vielleicht da. Räucherwerk. Das riecht so gut. Oh, sieht das gut aus. Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon irgendwo gegensegeln. Nee, war, glaube ich, beide Seiten, oder? Keine Ahnung. Und? Unbeschreiblich. Die Strähnen, ja? Krass. Der Ruf der See, die Freiheit. Die Locken von ihr. Dankeschön. Für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür. Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia! Aber... Amicia! Oh. Die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch! Da ist was, oder? Eine Insel. Die Insel. Das ist sie. Lacuna. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja. Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach. Ich hätte vorher mit den anderen reden sollen, ja, oder? Klar. Oder können wir noch reden? Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Können wir noch reden? Okay, mit ihm nicht mehr. Mit Arno aber. Wir können unter Deck gehen. Erst rede ich mit Arno. Oder da unter Deck gehen? Oh Mensch, immer. Wir können da unten bauen, sehe ich gerade. Sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Nee,
Das noch mal eine Schlafkuh? Oh ja, die gehört Anno. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Ach, da Quatsch, Schnarchen. Bücher, die sind selten. Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Naja, Besitzer sind schwer ausfindig zu machen in dieser Zeit. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne, wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Ja, verstanden. Ich gehe ja schon nach Steuerbord. Ich gehe nach Steuerbord. Kleinen Moment. Geht klar. Das ist so toll. Bei mir ist alles gut. Anno? Bei mir auch. Gut gemacht. Wir wurden unterbrochen gerade im Dialog. Können wir beide noch mal reden? Wen wollte er beschützen? Unseren Vater? Weiß er, wer wir sind? Wahrscheinlich nicht. Okay. Oh, das ist ja hier richtig mit Anlegen. Okay, ich dachte, ey, cool, wir sind gerade in Toussaint. Wir sind gerade in Toussaint angekommen. Sieht genauso aus. Wuhu, bereit zum Entern. Tag. Werdet ihr soweit, dann kommt. Ich zuerst. Ich glaube, das ist nicht die richtige Insel. Die ist zu bewohnt. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Auf Lacuna. Ach, dies ist Nessie dich, ist wieder da. Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Was? Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Das müssen wir aber hier nicht mehr finden. Hier, liebes YouTube.
Der Stream geht noch 2-3 Minuten. Hier, liebes YouTube, ist Feierabend für heute. War eine schöne Reise, ist sehr spannend. Ich persönlich finde, dass hier einige Sachen dazugekommen sind, die das sehr herausfordernd gestalten. Und abwechslungsreich gestalten das Gameplay. Die Story entwickelt sich immer besser. Ich hoffe mal, das endet nicht zu abrupt hier, weil gerade so ein Moment aufgebaut wird. Und wir sehen uns hier beim Spiel wieder in ein paar Tagen. Ne? Zwischenzeitlich wird man noch das eine oder andere Spiel rauspacken, weil wir haben ja dann noch so Gruselsonntag, ne? Und wir haben noch hier Halloween und so. Das steht noch alles bevor. Das heißt, erstmal danach wird es dann hier mit A Plague Tale dann weitergehen. Ne? Wie gesagt, hier ist an der Stelle Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen, YouTube, und bis demnächst. Euer Firefox.